Atomkraft ist keine Alternative. Kraftwerke sofort abschalten. Mit Transparenten und Fahnen forderten 150 Menschen bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Wolfhagen den Ausstieg aus der Kernenergie. Begonnen hatte die Veranstaltung mit einer Gedenkminute für Japan. Die Angst vor den Gefahren der Atomenergie einte sie. Befürworter der umstrittenen Windkraft auf dem Rödeser Berg protestierten am Freitag Seite an Seite mit den Gegnern. Dabei auch Dekan Dr. Gernot Gerlach, der als einer der Redner zum Umdenken und Umkehren aufrief. Neben den Vertretern der Parteien waren viele Wolfhager Bürger gekommen, die, schockiert von den Bildern aus Japan, sich jetzt aktiv für eine Energiewende einsetzen wollen, um für sich und ihre Kinder eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.